Du kannst mit deiner Stimme starten. Da, also das war mein Weg. Ich habe ganz oft mache ich ja von mir auch Aufnahmen, die ich bin wahrscheinlich ich höre meine Aufnahmen am häufigsten an, ja, weil es ist für mich so, öffnet für mich so viele Türen, wenn ich ziehe dann halt auch gut die Kopfhörer an und ich umgebe mich mit meiner Stimme. Und das weiß ich, das kenne ich ja auch. So vielen Menschen fällt es ja so schwer, die eigene Stimme zu Genau, hören. ja. Und da, ja, kann ich nur einladen und dich ermutigen, dich mit deiner Stimme zu konfrontieren, ja, weil du bist es einfach. Und dir da einfach zuzuhören, dich zu umhüllen mit deiner Stimme. Manchmal ist es leichter, ja, einfach eine Aufnahme von dir anzuhören, wie jetzt, du kannst es natürlich auch hier und jetzt tun, in einem Raum, der irgendwie einen guten Hall hat und einfach sprechen oder tönen. Manchmal ist es cool, das mit einer Aufnahme zu tun, weil du dann einfach so bist. Du bist halt dann der Beobachter gleich. Ja, Ja. ja, ja. Mehrfach tun. Du kannst quasi dich immer Ebenen tiefer fallen lassen. Wohin führt es dich? Du kannst dich natürlich auch dabei begleiten lassen, wie von jemand wie mir zum Beispiel, was ich auch mache.